Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Vyasilia, ich grüße dich. Das ist ein Jahreshoroskop. Diesmal ist das nicht dein Jahreshoroskop, sondern der Jahreshoroskop von deinem Sohn. Dieses Bild symbolisiert sein Geburtshoroskop, bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über ihn in diesem Augenblick, wo er geboren ist, wann er geboren ist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Lebensbereiche, wo Energie fließt, sind die wichtigsten Lebensbereiche in sein Leben. Das ist seine Persönlichkeit, die Werte, Finanzen, sich zu behaupten im Leben, seine Kreativität, Lebensfreude, die Bezug zum Kinder, seine Pflichten, sein Alltag, Partnerschaft, eine Wandlung, Wünsche, Sehnsüchte, Freundschaften. Und hier bei Rückzug befindet sich die Heilung, kann auch bedeuten, dass er diese heilerische Fähigkeit hat. Dieses Bild bleibt. Was sich ändert, das ist er. Er macht Lebensschritte in 7 Jahren Periode. Alle 7 Jahren bewegen wir uns auf anderen Boden. Andere Themen sind wichtig, andere Lernaufgabe haben wir, die Kontakte spiegeln das auch. Er befindet sich noch in Skorpion-Periode, aber langsam verabschiedet sich davon und dann übergeht in Schütze-Periode. Kommt einiges in Bewegung, steht in Verbindung zum Ausland, hat dann auch Auslandskontakte. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei der Sonnenbewegung, diese Art von Bewegung, muss ich das richtig beschreiben, die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und diese Bewegung, was man Transit nennt, aktiviert etwas im Geburtshoroskop. Und genau das schauen wir auch an. Ich beginne Juni 2019. Uranus bewegt sich im Widder. Nach indischen Berechnung bleibt noch einigen Jahren im Widder und löst etwas aus. Das sind Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Und das hat hier im 9. Lebensbereich und das hat mit Ausland, mit Auslandskontakte was zu tun. Anfang Juni ist Venus auch noch hier im Widder und das kann bedeuten Liebe im Ausland oder Kontakte mit einer weiblichen Person von Ausland, kann auch Bildung sein. Sonne und Merkur befindet sich Anfang Juni noch in Stier. Sonne zeigt die Monatsthemen. Monatsthema ist Werte, Wertschätzung, Finanzen. Aber bei Stierenergie bedeutet auch zur Ruhe kommen, die Zeit genießen, gemütlich machen.
Außerdem kommt bei ihm noch dazu, die 10. Lebensbereich, seine Ziele zu erreichen, beruflich orientieren, in die Öffentlichkeit zu sein. Hier hat auch Merkur. Merkur löst auch Kontakte, Kommunikation, Termine. Also das wirkt auch in diesem Bereich. Mars ist die Kraft und mit dieser Kraft können wir einiges in Bewegung setzen. Mars-Energie steht auch im Allgemeinen zum Bewegung wie Auto oder Sport. Im Geburtshoroskop bedeutet Mars sein Männlichkeit. In dieser Bewegung kann auch anderen männlichen Personen oder Personen sein, wo er kontaktiert. Mars ist in Zwillingen und das heißt, hier im Freundeskreis kann auch eine Gruppe sein von gleichgesinnten Menschen, wie ein Sportverein, das passt auch zum Mars-Energie. Bedeutet auch sich durchsetzen in seinem Freundeskreis. Jupiter vermehrt etwas, vergrößert etwas. Jupiter ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit bremst. Und das heißt, wenn er vorhat, etwas vermehren oder vergrößern, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Vielleicht kommt später was Besseres. Oder er soll das noch überlegen oder etwas noch überprüfen. Solange bis Jupiter rückläufig ist, Jupiter befindet sich hier in Skorpion. Jupiter bringt auch Glück, Chancen, Möglichkeiten und wirkt auf seine Wohnsituation. Saturn und Pluto, die beiden sind rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet entweder, das bremst gerade noch etwas. Bei Saturn-Energie sind schicksalhafte Veränderungen in sein Leben. Bei Pluto ist die Kraft, die Überzeugungskraft, auch die Macht etwas gestalten in sein Leben. Pluto hat auch mit Sexualität auch was zu tun. Die beiden sind rückläufig. Diese Rückläufigkeit kann aber auch Vergangenheit symbolisieren. Oft sind es karmische Themen. Saturn und Pluto befinden sich im Schütze. Ich nehme mal diese aufsteigende Mondknoten hier raus von seinem Geburtshoroskop, weil ich die Karte brauche. Und hier von Zwillingen nehme ich die absteigende Mondknoten raus. Und jetzt passiert Folgendes. Diese beiden Mondknoten spiegeln ihm gerade etwas. Genau anderen Position nimmt das ein als im Geburtshoroskop. Das heißt, die absteigende Mondknoten Ketu, was die Vergangenheit symbolisiert, bewegt sich dieses Jahr und 2020 immer noch im Schütze und aktiviert hier karmische Themen. Und dieser Drachenkopf, was auch einen karmischen Weg zeigt, das, was er nochmal macht, diesen Weg, bewegt sich gerade hier in Zwillinge. Diese aufsteigende Mondknoten oder Rahu bleibt in Zwillingen ganzes Jahr und 2020 auch noch. Neptun lässt die Träume leben und Neptun zeigt sich im Wassermann und aktiviert hier Liebe, Partnerschaft. Bei Neptun Energie ist wichtig, auf diesem Träume vertrauen, daran glauben. Glaube versetzt Bergen. Ab 22. Juni wird Neptun rückläufig. Das kann bedeuten, dass das bremst seine Träume zum Leben oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder kommen die Erinnerungen.
10. Juni ist Halbmond im Löwe. Halbmond bedeutet, dass Sonne-Mond in Spannung ist. Und diese Spannung wirkt auf unseren Alltag und das spüren wir auch. Und das erlebt er hier im Löwe und das trifft ihn persönlich. Entweder ist er unsicher oder hat Einflüsse von außen und das nervt ihn und verliert die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion und das heißt, Vollmond beleuchtet etwas und das sollen wir doch anschauen. Skorpion, Thema ist die Wandlung, Transformation und hier im 4. Lebensbereich bedeutet seine Wohnsituation. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Hier hat er die Spannung, das kann Ämtern sein oder er möchte etwas festhalten und sollte aber lernen, von etwas verabschieden, befreit zu sein, loslassen. Juli Sonne und Venus ist in Zwillingen. Sonne zeigt die Monatsthemen. Monatsthema ist hier seine Wünsche, seine Sehnsüchte oder Freundschaften. Und Venus kann bedeuten, dass seine Wünsche die Liebe ist oder eine bestimmte Frau. Möglich ist auch, dass hier im Freundeskreis Kontakt hat mit einer oder mehreren Frauen. Mars und Merkur ist im Krebs. Es ist hier alles im Verborgenen und das kann bedeuten, dass er Geheimnisse erfährt oder er soll schweigen. Hier im 12. Lebensbereich sind auch geheime Feinde. Und bei Merkur-Energie kann bedeuten, dass die handeln oder reden über ihn und er braucht die Mars-Energie sich zum Wehren. 2. Juli ist Neumond in Zwillinge. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit oder Meditation und hier im Zwillinge Rückzug von Freunden. Überlegen, was sind seine Wünsche, wie kann er das erreichen? Oder überlegen, wen kann er vertrauen, wen kann er nicht vertrauen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Halbmond ist Spannung. Und das hier im Bereich Finanzen. Also er soll in diesem Tag auf die Geld achten. 16. Juli ist Vollmond und Mond Finsternis im Schütze. Ein Mondfinsternis hat immer mit karmischen Themen was zu tun und das erlebt hier im 5. Lebensbereich. 25. Juli ist Halbmond im Fische Spannung. Hier wieder Themen mit Ämtern oder er sollte loslassen und er neigt dazu, aber etwas festzuhalten. August. Merkur ist in Zwillingen. Merkur wurde ab 8. Juli rückläufig, also kehrte zurück zum Zwillingen. Und das kann bei ihm bedeuten, dass im Freundeskreis kehrt jemand zurück und haben sie wieder die Kontakt. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist Krebs, also Familie. Oder 12. Lebensbereich, Rückzug. Bei Mars, Venus ist die Liebe. Das sind die beiden Liebesplaneten. Alles ist ein bisschen im Geheimen.
Kann auch bedeuten, dass jemand neidisch ist, weil er dieses Glück hat in die Liebe, Partnerschaft. Wenn er möchte, dass im Geheimen bleibt, dann sollte er auch schweigen, weil Sonne neigt dazu, das ins Licht zu bringen. 12. August wird Jupiter direktläufig. Jupiter ändert sich die Richtung, geht alles voran und das erlebt hier im 4. Lebensbereich, entweder in seiner Wohnsituation oder wenn er etwas gründet, dann wirklich kommt alles in Bewegung. 12. August wird Uranus rückläufig, hier im Widder. Und das bedeutet, wenn er Reise plant, dann ist vielleicht noch gar nicht die richtige Zeitpunkt, das bremst alles, er soll lieber noch warten. 1. August ist Neumond im Krebs. Neumond bedeutet Rückzug, Meditation und das erlebt hier im 12. Lebensbereich, was sowieso Rückzug bedeutet. 7. August ist Halbmond im Waage. Halbmond ist Spannung und hier im Waage entweder bei Schulungen oder Spannung mit Verwandten. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Vollmond beleuchtet diese Thematik und das sollte man auch genau dahin schauen. Und das ist der Alltag, seine Pflichten, die Arbeit und Gesundheit. 23. August ist Halbmond im Widder, hier auf Reisen. Entweder ist er unsicher, wohin geht die Reise, oder Spannung im Ausland. 30. August ist Neumond im Löwe. Hier Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über sich selbst, über seine Persönlichkeit oder über sein Aussehen. Und wird von Regulus bestrahlt. Er hat einen Bezug zum Regulus und kommt wieder dieser Kontakt mit diesem königlichen Stern, der Herz der Löwen. September. Merkur, Mars, Venus, Sonne, alles ist im Löwe. Und das wirkt natürlich auf seine Persönlichkeit, auf sein Aussehen, auf sein Auftreten. Liebe, Partnerschaft ist wichtig. Kommen Kontakte, Gespräche auf ihn zu. September ändert sich Saturn die Richtung ab 19. September. Und das hat eine wichtige Bedeutung, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Und dann sind schicksalhafte Begegnungen, schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Entscheidungen, oft auch Lernaufgabe dabei und hier dreht sich in andere Richtung. Das kann auch Ausland sein oder Sport, kann auch bedeuten Lebensfreude, Kreativität oder Kinder. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Hier ist die Spannung. Das kann bedeuten, dass jeder so hektisch ist und er spürt diese Nervosität. Und das ist besser, zu Hause bleiben, ausruhen. Oder zu Hause ist die Spannung oder kommt eine kleine Reparatur. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Thema Partnerschaft wird beleuchtet, da genau hinschauen. 22. September ist Halbmond im Stier. Halbmond ist Spannung hier oben am Spitze des Horoskopes und das kann bedeuten, er hat das Gefühl, er wird übersehen oder bekommt zu wenig Anerkennung. 28. September ist Neumond im Löwe, Rückzug, Nachdenklichkeit über seine persönlichen Kontakten oder sein Auftreten, über sein Aussehen, über seine Persönlichkeit. Oktober, Sonne, Mars, Venus im Jungfrau. Monatsthema sind die Werte oder Finanzen. Bei Mars, Venus kann auch um die Partnerschaft handeln.
die Wertschätzung geben anderen gegenüber oder Wertschätzung verlangen. Möglich ist auch, dass er Geld ausgibt für schöne Dinge und Mars ist die Impuls, kaum zum Bremsen. Merkur ist im Waage, hier sind Gespräche entweder über eine Schulung oder Austausch von Informationen oder Kontakte mit Verwandten. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Halbmond ist Spannung, entweder mit Kindern, Jugendlichen oder im Sport Ausland. Möglich ist auch, dass er möchte diese Lebensfreude, und da sind so Einschränkungen da. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen, Thema Loslassen oder Finanzen, aber in Verbindung mit Ämtern, das wird beleuchtet, genau da hinschauen. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, entweder hat er Wünsche und zweifelt daran. Kann auch bedeuten, dass jemand sagt zu ihm, träum nicht so viel, es wird sowieso nichts. Und das werft auch zurück, weil in dem Moment fängt an daran zum Zweifeln. Die Spannung kann aber auch bei dem Freundeskreis sein. Spannung mit Freunden. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Das Geld zurückhalten, nachdenklich sein, die Finanzen in Ordnung bringen. November. Mars ist im Jungfrau. Hat immer noch mit Werten was zu tun und Finanzen. Und hier die Mars-Energie ist entweder, er muss sich durchsetzen, dass er Wertschätzung bekommt, oder durchsetzen und kümmern um die Finanzen. Kann auch bedeuten, dass hier ein Impuls kommt und kaum zum Bremsen gibt Geld aus. Also das kann bedeuten, Geld gewinnen, Geldeinnahme oder Ausgabe. Beide ist möglich. Und Mars ist die Energie, was alles in Bewegung setzt. Sonne befindet sich im Waage. Monatsthema ist sich durchsetzen oder Schulung, Bildung, Austausch von Informationen oder Medien, Internet, Internetkontakte. Merkur und Venus ist im Skorpion. Das kann bedeuten, dass eine weibliche Person ihn besucht und haben sie Gespräche oder lernen sie zusammen etwas. Kann auch bedeuten, dass er einen Vertrag unterschreibt mit einer weiblichen Person oder er verschönert etwas zu Hause. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. 28. November ist Neptun direktläufig. Hier im 7. Lebensbereich wirkt auf Liebe, Partnerschaft. Und das bedeutet, es bewegt sich alles. All das, was er vorstellt, kommt endlich in Bewegung. 4. November ist Halbmond im Steinbock, eine gewisse Spannung, und das ist im Alltag und Arbeit. 12. November ist Vollmond im Widder, Thema Reisen oder Spiritualität wird beleuchtet oder die Überlegung, woran glaubt er. Er braucht auch Glaubenssätze, glaubt an sich selbst, glaubt an sein Vorhaben, glaubt an sein Talent, glaubt an die Liebe, Partnerschaft. 19. November ist Halbmond in Krebsspannung. Es ist wichtig, der Rückzug, in Ruhe liegt die Kraft. 26. November ist Neumond im Waage. Und Neumond bedeutet Rückzug, Rückzug von Internet, von Kontakten, von Schulungen. Einfach nachdenken, wie geht es weiter, was möchte er lernen.
wie kann er sich behaupten? Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Hier kommen Gespräche mit männlichen Personen, entweder in Schulungen oder mit Verwandten. Sonne ist in Skorpion, Monatsthema ist seine Wohnsituation und Jupiter-Venus ist im Schütze. Jupiter bringt hier Glück, vermehrt auch etwas und das kann auch ein Zuwachs sein von Geburt von Kindern. Hier ist auch die Venus-Energie natürlich mit Verbindung mit dieser Dame und Liebe, Partnerschaft wird hier aktiviert und auch die Lebensfreude. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, entweder zweifelt an die Partnerschaft oder Spannung mit Partnerin. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Es ist wichtig, die Öffentlichkeit, Zielerreichung. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Das trifft ihn persönlich. Entweder er ist so unsicher oder in seinem persönlichen Umfeld gibt eine gewisse Spannung. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Rückzug, Nachdenklichkeit über seine eigene Kindheit, über das innere Kind. Und das sollen wir auch pflegen, immer wieder mal sagen zu uns selbst, ja, das hast du gut gemacht, ich bin so stolz auf dich. Januar 2020. Mars ist im Skorpion und das kann bedeuten, er setzt sich durch und bewegt sich etwas und das hat mit seiner Wohnsituation was zu tun. Oder kommt ein Besuch, möglich ist auch eine Reparatur zu Hause und kommt ein Handwerker. Was bei Mars-Energie mir noch einfällt, Sport, Bewegung, wenn er etwas gründet in diese Richtung. Das kann auch hier die Gründung sein, die Basis, die Fundament. Sonne, Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist Lebensfreude, Kinder, Jugendliche. Merkur steht in Verbindung zum Kinder und Jugendliche. Aber kommen auch Kontakte, Gespräche. Und Venus ist im Steinbock. Und das kann bedeuten, dass er mehr Harmonie hat im Alltag, in Arbeit. Oder ist er kreativ. Oder hat eine Begegnung mit einer weiblichen Person. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Arbeit und auch Gesundheit, Lebenskraft und Merkur-Venus ist im Wassermann. Das wirkt bei ihm in die Liebe, Partnerschaft, kommen auch Kontakte und eine Nachricht, eine wichtige Nachricht. März 2020. Saturn und Pluto verabschiedet von Schütze und übergeht im Steinbock. Die bleiben länger, Saturn etwa 2 Jahre lang, Pluto noch länger und wirkt auf seine berufliche Situation. Venus übergeht im Widder. Venus bewegt sich ziemlich schnell, Merkur auch, also übergeht in die Fische und dann im Widder.
Und Sonne, Merkur ist im Wassermann. Merkur ist hier rückläufig. Wiederkehrende Kontakte. Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft. Und Mars ist im Schütze. Und das zeigt seine Kraft, seine schöpferische Kraft oder seine Lebensfreude. April. April 2020. Mars übergeht im Steinbock. Er setzt seine Kraft ein in die Arbeit oder hat Kontakte im Alltag, im beruflichen Umfeld mit anderen Mann oder männlichen Personen, das kann auch Mehrzahl sein. Sonne und Merkur ist im Fischen. Monatsthema sind die Enten oder Transformation, Loslassen. Merkur steht auch für Jugend, eine jugendliche Ausstrahlung, dass er sich verändert, innerlich, äußerlich. Und Venus ist im Stier. Und das kann bedeuten, dass er kreativ ist, arbeitet in einem kreativen Bereich oder eine weibliche Person hat auf ihn einen Einfluss, bekommt Lob, Anerkennung, Ansehen. Mai 2020. Sonne und Merkur ist im Widder. Monatsthema ist Reisen, Schulungen, Prüfungen, eine höhere Bildung hier im neunten Lebensbereich. Bei Merkur-Energie sind das entweder Prüfungen oder Kontakte, Gespräche, eventuell Fremdsprache. Und Venus befindet sich hier in Zwillingen. Das kann auch sein Wunsch sein, Liebe, Partnerschaft oder eine bestimmte Frau oder hier Kontakte im Freundeskreis. Liebe Vasilia, so könnte ich die Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag und ich wünsche euch beiden alles Gute und alles Liebe.